Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video habe ich tatsächlich auf Instagram angefragt, ob es interessant wäre, wenn ich mal darüber rede, wie es war, Corona zu haben. Und ja, da ich einer der glücklichen Leute war, die das hatte, dachte ich mir, ich bin in einer tollen Position, darüber zu reden. Wir haben aktuell August, glaube ich. Ja, ich hatte Corona im April. Das war so eine typische super viel Pech-Situation. Und zwar, wir haben damals auf meiner vorherigen Arbeit so Präsenztage gehabt. Meiner Meinung nach waren das so Schikanetage, so von wegen, ihr bleibt nicht die ganze Zeit im Homeoffice. Dann, ich weiß leider genau die Situation, in der es passiert ist, und stand halt direkt vor den Toiletten und der Flur bei den Toiletten ist recht breit, ich sage so 4 Meter, so ist es schon nicht eng. Und ich habe halt da gestanden, habe auf ihn gewartet und dann lief eine Arbeitskollegin immer vorbei. Wir haben beide Masken tragen, wir haben locker halt einen Abstand von 3 Metern gehabt. Und mehr auch nicht, sie hat nicht Hallo gesagt oder so, ich habe sie auch nicht gegrüßt, weil ich mag sie nicht. Das war der einzige wirkliche Kontakt an diesem Tag, den ich mit irgendwem hatte. Und einen Tag später kam dann raus, dass sie positiv war. Und noch 13 andere Arbeitskollegen. Also theoretisch hätte ich mich auch bei denen anstecken können, aber ich habe keinen von denen gesehen. Deswegen vermute ich einfach mal, ich habe es von ihr bekommen, weil ich sie halt tatsächlich aktiv gesehen habe und auch wirklich nah genug war. Wobei man ja immer sagt, wenn ihr Sicherheitsabstand von 1,5 Meter einhaltet, dann könnt ihr es nicht kriegen. War gut, war gut. Also wir wussten das nicht direkt am nächsten Tag, dass sie positiv war. Uns wurde das nämlich erstmal gar nicht gesagt. Was ich auch sehr gut fand. Also ich bin am nächsten Morgen aufgestanden, ich hatte so ein bisschen Halsschmerzen. Und in so einer Corona-Zeit denkt man sich ja dann eh schon so, könnte das Corona? Nein. Und ja, ich hatte dann halt Halsschmerzen und so leichte Erkältungssymptome, also es war okay, ich konnte damit leben, aber es ist halt unangenehm. Ich meine, wer mag schon eine laufende Nase und Halsschmerzen? Keiner. Und nachdem das dann 2 Tage angehalten hat, habe ich mir schon so gedacht, unangenehm. Und da habe ich mir halt überlegt, ja, gehst du in die Apotheke, holst dir was dagegen. War aber auch immer so ein bisschen unschlüssig, weil ich wusste ja dann noch nicht, ob ich es hab. Und dann stellt euch vor, ich wäre jetzt in die Apotheke gegangen. Und hätte mir einfach präventiv irgendwas geholt und hätte die gesamte Belegschaft da angesteckt. Und dachte mir dann immer so, ja, wenn es dann echt Corona ist, sollte ich nicht in die Apotheke gehen. Dann habe ich dann entschlossen, es nicht zu machen. Habe dann Sachen auf Shop-Apotheke bestellt, die irgendwie überlastet waren. Und die Medikamente haben fast eine Woche gebraucht. Und ich mir so dachte, fick dich, einfach scheiß Timing. Also Lukas, seine Mutter, hat uns dann so Schnelltests geschickt. Und ja, dann habe ich einen Schnelltest gemacht. Und dann war das auch eigentlich sehr, sehr flott, dass ich 2 Striche da drauf hatte. Und ich dachte mir schon so, das ist schlecht. Ja, Lukas hat dann auch den Test gemacht. Bei ihm war es noch so ein bisschen leichter und er hat halt auch alles ein paar Tage versetzt erlebt, was so ein bisschen schön, noch ein bisschen doof war, weil er konnte zwar immer sehen, was auf ihn zukommt, aber wenn es richtig kacke war, hattest du halt schon Angst, dass der nächste Tag kommt. Also ja, wir haben dann mehr oder weniger so Phasen durchlebt. Also ich muss sagen, also das, ich will jetzt wie gesagt die Krankheit nicht runterspielen oder so, aber ich muss sagen, ich persönlich in meinem Gesundheitszustand, der jung und durchschnittlich gesund ist, würde ich sagen, habe die Krankheit als absolut nicht schlimm empfunden. Also als nervig, ja, aber ich bin auch eh kein Fan von Erkältung oder Grippe oder sowas. Und ich hatte schon mal eine Grippe, 1 oder 2 in meinem Leben, und ich fand die persönlich schlimmer als Corona. Und ich fand, also ich für meinen Teil empfand auch nicht, dass man irgendwie jetzt explizit was mit der Lunge gemerkt hat. Also dass ich jetzt gesagt hätte, boah, die Halsschmerzen, die haben so, also die haben richtig reingehauen. Es waren wirklich sehr, sehr, sehr normale Symptome, finde ich. Und das Einzige, wo ich sagen muss, das hatte ich noch nie, aber ganz viele alte Leute, die hören, dass ich Corona hatte und dann sagen so, Corona ist ja gar nicht so schlimm. Bild dich doch nur auf, Corona ist eine Erfindung, das gibt's gar nicht. Die sagen dann immer so, ja, Geschmacksverlust und Geruchsverlust hat man ja auch bei einer Grippe. Habe ich noch nie gehabt. Also schon, dass man mal so 2, 3 Tage nicht schmecken konnte, aber wie gesagt, wir haben jetzt fast September und es ist immer noch nicht so, wie es war. Und das ist schon sehr lang. Und ab und zu mache ich mir auch so ein bisschen Sorgen und frage mich, wird es jemals wieder so, wie es war? Das ist auch eine Sache, die mich richtig nervt. Und während Corona war es halt besonders schlimm. Also ich habe wirklich nichts gerochen. Du hättest mir wirklich so eine Kackwurst unter die Nase halten können. Habe ich nicht gemerkt. Und das war so ein bisschen, das ging, glaube ich, für 3 Wochen beim Geschmackssinn. Und bei der Nase muss ich auch sagen, das ging echt lange. Ich meine, so 1,5 Monate ungefähr. Das, also dass ich so wirklich sehr starke Probleme hatte. Also selbst so Sachen wie Knoblauch oder so habe ich nicht geronnen. Nichts. Hatte halt manchmal Kopfschmerzen oder Gliederschmerzen. Ich war auch sehr müde die ganze Zeit, aber ich vermute auch einfach, weil es eine neue Krankheit ist, wo der Körper erstmal sehr viel arbeiten muss.
Ja, aber alles in allem war es nicht so spannend. Also ist nicht viel passiert. Ich habe halt, also wir haben 3 Wochen halt tatsächlich wirklich Symptome gehabt, dass man sich ein bisschen schlapp gefühlt hat und dass man immer mal so ein paar kleinere Beschwerden hatte. Also es war schon recht lang, ne? Man sagt ja auch, so eine Grippe geht auch 2 Wochen. Also da steht Corona dem nichts nach. Das ist auch mit dabei. Aber sonst, also ich persönlich halt in meinem Gesundheitszustand, wie gesagt, in meinem Alter, habe von der Krankheit jetzt nicht wirklich viel mitbekommen. Es war erträglich und ja, ich kann froh sein, ne? Man hört ja auch schlimmere Sachen, dass die Leute auf der Intensivstation liegen und so. Ja, das ist bei mir jetzt nicht gewesen. Ich habe auch keine Vorerkrankungen. Also von dem her, ich denke mal, ein gesunder Mensch, vor allem ein gesunder junger Mensch, braucht sich gar nicht so krass Sorgen zu machen, es zu bekommen. So, da macht es keinen Spaß. Du bist 2 Wochen eingesperrt. Das war für mich so das Schlimmste, weil du halt wirklich nichts machen kannst. Also du kannst nicht zum Arzt gehen, du kannst dir in der Apotheke nichts besorgen, wenn du dich irgendwie schlapp fühlst oder so. Du kannst nicht einkaufen gehen, du kannst nichts machen. Und du bist zu Hause mehr oder weniger, ja, eingesperrt, ne? Das war doof. Ja, es gibt so einfach so ein paar Kleinigkeiten, die ich heute auch noch nicht schmecke. Ich hoffe einfach, dass es sich so ein bisschen einspielt, wo ich auch in letzter Zeit damit zu kämpfen habe, dass Sachen für mich nach Ammoniak riechen. Richtig eklig nach Ammoniak riechen. Also so richtig penetrant. Und vor allem Sachen, wo ich selber nicht erwarte, dass sie danach riechen oder im schlimmsten Fall noch danach schmecken. Und ich immer wieder Lukas fragen muss, ob das wirklich nach Ammoniak riecht oder ob es wieder an mir liegt. Weil es in letzter Zeit wirklich oft vorkommt. Ich habe aber auch gelesen, dass eine Begleiterscheinung von Corona nach 5 Monaten. Was man vielleicht auch noch sagen kann, meine Mutter wohnt ja auch hier. Und sie ist einmal geimpft gewesen zu dem Zeitpunkt mit AstraZeneca. Und sie hat natürlich die Quarantäne auch mitmachen dürfen. Sie hat sich nicht angesteckt, die ganze Zeit über nicht. Also, obwohl es so eine Impfung war und sie natürlich trotzdem zu Hause bleiben musste, einfach weil man da nicht das weitertragen soll. Aber, sie hat sich nicht angesteckt, also alle, die mit AstraZeneca geimpft sind, können schon mal auf den Tisch klopfen. Ihr seid wahrscheinlich recht safe. Also alles in allem ist das jetzt vielleicht nicht der spannendste Bericht, aber es ist jetzt mal aus einer mittelalten Sichtweise. Möchte ich jetzt nicht irgendwie sagen, geht alle raus feiern. Möchte ich nicht. Ich habe mich nämlich auch den gesamten verkackten Lockdown daran gehalten, nicht rauszugehen, nicht irgendwie groß Menschenkontakt zu haben und sowas. Und umso mehr hat es mich dann geärgert, dass ich zur Arbeit gezwungen worden bin, hingegangen bin und mich angeschickt habe. Und dann denke ich mir halt so, das hätte nicht sein können. Es ist auf jeden Fall, ja, es ist erträglich. Würde es aber auch keinem empfehlen. Also, für die Leute, die aktuell so gerne rausgehen und feiern, weil ja nicht mehr so hohe Inzidenzen waren aktuell, lasst es einfach. Bleibt zu Hause, scheiß auf eure Jugend. Ich hoffe einfach, dass das Video vielleicht ein bisschen auf informativ war. Wie gesagt, ich hoffe, dieses Video sehen nicht zu viele Leute, weil ansonsten hagelt es immer so Kritik, weil man sich nicht so ganz explizit ausdrückt und, ah, du hast es jetzt aber so gesagt und ist voll der Querdenker oder sowas. Keine Ahnung. Viele Leute, die sich dafür interessieren und die das vielleicht einfach auch mal wissen möchten, dass sie sich das angucken können und dann sagen so, oh, interessantes Video, danke Anna. Ich flame dich jetzt nicht. Das ist nur meine persönliche Meinung, meine persönliche Erfahrung. Ich bin nicht die Welt. Deswegen, ja. Hoffe ich, dass das so passt. Und ansonsten, ja. Vielen Dank auf jeden Fall bis zu dieser Stelle, falls ihr zugeschaut habt. Ich versuche es relativ informativ zu cutten und vielleicht auch ein bisschen lustig. Ich hoffe, ich gebe ein bisschen. Ja, und sonst vielen Dank, wie gesagt, fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht bei meinem nächsten Video.